willkommen und schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir die Herausforderungen dieser Woche erledigen können. Wir sollen diese Woche den Werwolf im mitternächtlichen Hain besiegen, einen dämonischen Wolf besiegen und Gefangene aus dem Säuberungskäfig befreien. Da kann es zu dem einen oder anderen Missverständnis durchaus kommen. Einen Gefangenen aus dem Säuberungskäfig befreien, ich glaube, das ist eindeutig. Da macht ihr eine Purge und es reicht auch die 1er Purge vermutlich schon. Also bei mir hier, das, was ihr gerade seht, war eine 1er Purge. Und ich konnte 2 Gefangene befreien und hatte damit die Aufgabe erledigt. Die Aufgabe, den Werwolf im mitternächtlichen Hain zu besiegen, hat nichts mit dem aktuellen Event zu tun, sondern damit ist gemeint, ihr sollt ganz normal den mitternächtlichen Hain durchlaufen, indem ihr hier sozusagen von vorne reingeht in den mitternächtlichen Hain, dann einmal durch den mitternächtlichen Hain, einmal komplett durch, also einmal komplett durchspielen. Und der letzte Gegner im mitternächtlichen Hain ist der Werwolf, den ihr besiegen sollt. Und das Ganze 2-mal. Das heißt, ihr müsst hier einmal den ganzen mitternächtlichen Hain normal durchspielen. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht, ich habe einen Guide dazu gemacht. Den verlinke ich euch hier oben und auch unten in der Kommentarbox. Ja, und das Ganze müsst ihr 2-mal machen. Und dann habt ihr diese Aufgabe auch entsprechend erledigt. Ja, die 3. Aufgabe, 3 dämonische Wölfe besiegen, hat sich fast schwieriger herausgestellt als die anderen Aufgaben, weil die relativ wenig gespawnt sind. Also hier haben wir den ersten, das ist immer der Wolf, der einen Totenkopf hat, den ihr finden müsst. Und ich kann euch 3 Stellen empfehlen. Das ist hier die erste. An dieser Stelle habe ich gefühlt in der Vergangenheit immer einen dämonischen Wolf gefunden. Das hat jetzt aber echt eine lange Zeit gedauert, bis da wieder einer gespawnt ist. Hier haben wir die 2. Stelle für dämonische Wölfe. Und die ist ja im Schneebereich, ne, im Eisgebiet hier oben. Hier seht ihr auf der Karte, wo ich bin, direkt unterhalb des Sees. Da gibt es so einen kleinen schmalen Pfad und da könnt ihr einen dämonischen Wolf finden. Und hier haben wir jetzt die letzte Stelle, die ich euch empfehlen kann für einen dämonischen Wolf. Ich hätte früher gesagt, hier findest du immer einen dämonischen Wolf, war aber nicht mehr so. Dafür hatte ich sehr viele Wolfsbabys an diesen Positionen. Oder in der Nähe zumindest. Und wir befinden uns hier auf der Karte. Hier an dieser Stelle. Und hier hinten drin praktisch, da war der dämonische Wolf. Das heißt, im Grunde genommen, was ich euch empfehlen kann, ist hier zu gucken. Ja, oberhalb der Klagen, vom Klagenwald, oberhalb vom Hügelkönig. Dann kann ich euch empfehlen, guckt hier auf diesem Weg hier sozusagen, also in diesem Bereich. Und ich kann euch sagen, schaut hier in diesem Bereich. Es gibt auch, ich glaube, hier gibt es auch noch, hier, oder hier gibt es auch noch ein Rudel. Da habe ich aber keinen dämonischen Wolf gefunden. Also es gibt eigentlich überall hier im Norden immer wieder ein Rudel, aber die dämonischen Wölfe zu finden, war jetzt echt nicht so einfach. Also ich habe jetzt die ersten 2 Wochen jeweils diese 3 Forderungen gemacht und ich habe Purges gemacht, einige. Und ja, diese Sachen, also gerade auch die Purge, das bringt natürlich jedes Mal auch Punkte. Und für mich gefühlt geht das so schneller als mit dem alten System. Ich hoffe, das hat euch gegebenenfalls weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!